Wir sind heute in der Kirche in Bornim und wir haben hier einen ganz netten Herrn und noch zwei andere Personen, Namen nenne ich jetzt nicht, die zeigen uns heute einiges und können uns auch ganz viel über die Kirche erzählen. Und ja, jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter, jetzt geht's los. Aus. Genau. Also die erste Frage, die ich jetzt auch schon hätte, weil ich gelesen habe, dass das ja nicht die erste Kirche ist hier in Bornim.
Ja, die Datierung ist nicht so einfach. Also es geht schon, könnte schon im 12. Jahrhundert gewesen sein. Mhm, aber die letzte Kirche, die stand, die ist renoviert worden 1746. Mhm. Und dann ist sie aufgrund des Wachstums von Bornheim, sind immerhin um 1900, 2000 und noch mehr Leute hier gewesen. Ja. Kirchgänger auch sehr viele früher. Und da war einfach die alte Kirche zu klein, da passten vielleicht bloß 300 Leute rein und 700 wurden auch benötigt. Das heißt, zu besonderen Feiern war es so, dass dann also die Treppen voll standen und draußen und so weiter. Ne? Ja, und ja. Da ging es hin und her, um die Kirche vielleicht umzugestalten, zu erweitern, zu vergrößern, mhm. bis dann doch der Entschluss kam, dass die Kirche neu gebaut wird. Und das war 1900. Man hat die alte Kirche abgerissen und auf einen Teil der Grundmauern, oder sagen wir mal des Fundaments, wird in der Ecke die neue Kirche draufgebaut. Also es ist von der alten Kirche nichts mehr da, sondern nur vielleicht nach unten ein Fundamentteil. Also man hat nicht die Kirche versetzt, wie das so in anderen Orten war. Wie in Golm haben wir noch die alte Kirche stehen und die neue wurde daneben gebaut. Hier ist es praktisch dann zum Abriss gekommen. Warum? Ja gut, hier war ein Friedhof und der Friedhof ist aber 1875 ist schon ein neuer Friedhof bei uns in Bornheim entstanden. Ja, ja. Und da ist dieser Friedhof hier, wurde nicht mehr belegt, aber es, ich glaube, es waren noch nicht die 20, 25 Jahre rum, sodass man da nicht woanders jetzt bauen konnte. Ja, das ist meine Vermutung, ne? Dass es so war. Da muss ich natürlich vorstellen, dass diese Kirche hier, die alte Kirche 1900 abgerissen wurde und 1903 im Sommer eingeweiht wurde, die neue, mit allem drum und dran, also mit der Innenausstattung und so weiter. Nicht? Der Architekt war der Tiedemann und die Ausgestaltung hat Kickton übernommen. Das heißt, er hat also jede Zeichnung der Objekte, die wir sehen, ob das Bänke waren, der Altar und so weiter, das hat er alles selbst entworfen. Ja. Hat sogar, wo es mich irgendwie doch gewundert hat, dass es also schon zu der damaligen Zeit Ausschreibungen gab. Da gibt es eine interessante Sache, da wurde außen der Zaun gemacht und da wurden fünf Betriebe angeschrieben, die ein Kostenangebot, also man dachte, das ist von heute los, wie heute nicht, aber es war damals genauso. Und es wurde aber dann gesagt von der Kirchen, von, ich weiß nicht, wer der Oberste dann war, wurde dann jedenfalls zugestimmt, wenn sollte in der Nachbarschaft hier oder aus dem Dorf einer sein, der nicht der billigste ist, aber zumindest annähernd an der Summe ist, sollte man doch den noch nehmen. Also das fand ich recht rührend, dass man nicht so sagt, also der billigste wird hier nehmen, sondern man sollte doch mal ein bisschen Qualität stimmt. Hatte damals schon ihren Preis. Ja, genau. Naja, es ist so, man hofft ja auch, weil es fehlt ja für den Neubau noch Geld. Und es muss ja von der Bevölkerung die Mittel noch zur Verfügung gestellt werden. Und da war es natürlich nah, wenn der einen Auftrag kriegt, dass er vielleicht dann auch eine Spende. So liegt der Gedanke, was ich auch Was ich jetzt noch gelesen habe, das, was aus der alten Kirche wohl noch hier ist, sind die Glocken. Ja, von der oder alten zwei Kirche ist Glocken. Noch vorhanden, sind die Glocken oben. Und da ist interessant, nicht? Wir haben da oben die Glocken, da sind zwei, das ist es hundertprozentig raus, ich glaube 1400 noch was. Nicht? Also manche, wie heißt überhaupt der Professor, der das Buch geschrieben hat über die Glocken, der schreibt 1400 und noch etwas. Also wäre es denn das 15. Jahrhundert, aber es wird ja immer das 14. Jahrhundert noch mitgesagt. Ja, also ich glaube jetzt einfach, was da schwarz auf weiß steht. Ja, ja. Und dort sind noch sechs Pilgerzeichen. Auf der einen Glocke sind sechs Pilgerzeichen auf der kleinen. Mhm. Die weiß man nicht, wie es entstanden ist. Die müssen sicher Bornheimer Pilger gewesen sein, die das zur Verfügung gestellt haben. Da gibt es aber überhaupt kein Beleg. Ja, Das müssen wir einfach so nehmen, dass es Pilgerzeichen waren von also Pilger, von die hier in Bornheim gelebt haben, die das zur Verfügung gestellt haben, als die Glocke gegossen wurde. Ja, ja. Dann haben wir noch die alte, die Uhr
von der alten Kirche. Mhm. Dann haben wir noch das Altarbild hier von der alten Kirche. Das hat der Büchsenmacher Scheele gespendet, als er Bornim verlassen hatte, um 1860 so ungefähr. Ja. Es wird so gesagt, dass das kein sehr wertvolles Gemälde darstellt. Wir wissen auch nicht, wer der Maler ist. Es ist auch ein bisschen dunkel, man sieht hier nicht konkret, dass hier also die Geiselung Christi dargestellt wird, die Figur da oben, ne? Ja. Die sieht man schlecht. Aber die müsste mal, die alte Firnis runtergenommen werden, also müsste restauriert werden. Nicht? Aber das ist eine Sache, die können wir immer noch machen, wenn wir mal Geld haben. Nicht? Jetzt sind andere Sachen erstmal wichtig. Genau, es kostet ja auch. Wie die Restaurierung der Orgel, nicht? Oder dieses Wandgemälde, was wir hier oben haben von dem Akademiemaler Bohn, was jetzt die Christiane Thiel restauriert hat mit der Fachhochschule, mit Studenten. Wir haben zwei Gemälde hier. Die sind aber nicht zur Einweihung 1903 fertig gewesen, sondern erst später. Also vor 1910 sind die dann fertiggestellt worden. Wir haben hier eine recht interessante Sache noch im Chorraum. Wir sind die einzige Kirche, glaube ich, in Potsdam, die ihre alte, wir sagen Trapisserie, also das heißt eine Teppichmalerei. Es wird also hier, weil der Stoff war früher doch mit das Kostbarste, was man hatte, und da wurde eben so etwas imitiert. Ja, ja. Ich habe hier oben eine Ausstellung über das Schloss, ehemalige Lusthaus Bornim, und dort sind im Inventar, ich hatte früher gar nicht so alles so glauben wollen, dass es so ist, also Stoffe waren damals außerordentlich teuer. Ja. Also die sind im Inventar auch so aufgeführt dort bei dem Schloss, dass also jede Elle dort erwähnt wurde und genau was für Stoffe das waren. Ja, ja. Und wir kennen ja auch die vielen Gobelins, die so in historischen Räumen zu finden sind. Und das war scheinbar auch so ein Trend, dass man hier so etwas Kostbares vortäuschen wollte. Mhm, also hat man das dann hier so. Ja, das ist Gott sei Dank, wir haben schon bemalt. In den 90er, ja kurz vor der Wende oder nach der Wende, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich war früher Lehrer an der Fachhochschule und wir haben da schon so eine Achse gemacht für die Restaurierung, wie es mal aussehen soll, wie wir rangehen wollen und so weiter. Und dann ist es aber nie dazu gekommen und die Wand ist fast original, nicht? Und hier die Wand, es waren sehr viele Schäden, weil unser Turm oben sehr viel Feuchtigkeit durchgelassen hat. Ja, da lief das hier runter und deshalb hatten die Studenten von der Fachhochschule auch Probleme, weil oben dieses ganze Gemälde oben im Himmel war voller Salzausbrühung. Mhm. Und das ist immer jetzt, wenn es feucht wird, kommt es am Teil auch noch nicht raus. Ja, ja. Also da werden wir wohl Jahre zu tun haben, ehe das völlig ausgetrocknet ist. Ja, ja. Aber das ist eben so in Bauwerken, wo Feuchtigkeit drin ist. Das geht dann leider schnell auch dadurch. Und an der Oberfläche bleiben dann die Salzkristalle zurück. Mir persönlich gefällt nicht die Fenster hier von der Farbigkeit wohl schon, aber sie sind sehr dunkel. Die sind nämlich 53. Ob Vandalismus oder ob es auch durch Druckwelle von nach dem Krieg, die Scheiben sehr desolat waren und viele fehlten, ist hier 53 vom Pfarrer Schenk. Ist das von sich aus, haben die dann den Entwurf gemacht mit der ist aus Gelto, der hat den Entwurf gemacht und dann ist von einer Glaskünstlerin das gestaltet worden. Es hat eine Eigenfarbigkeit, nicht? Also sie ist so in sich, die Farben stimmen alle zusammen, nicht? Aber man sieht eben doch, wenn man sich die Fenster anguckt hier, nicht, dass eben doch mehr Licht durchkommt und hier eben doch viel zu wenig Licht, man sieht unten gar nicht die Trapisserie. Ja, das stimmt. Das war auch so ein Trend, was machen wir mit dem dunklen Altar hier und mit dem dunklen Chorraum? Wollen wir nicht hier das Weiß streichen, ja, wie so üblich war in alten Kirchen? Ja. Gott sei Dank hat nie ein Pfarrer das durchsetzen können, ja, dass das gestrichen wird. Aber irgendwo anders, in der Pfingstkirche wurde es wieder runtergeholt, die Farbe, ja, ja. Und wieder sichtbar gemacht. Genau, ist doch wunderschön so.
Kirche gehört zu den wenigen, die diesen Bildersturm in den 60er Jahren überlebt hat, überstanden hat und nicht ausgeweist wurde. Wenn wir zum Beispiel die Pfingstkirche nehmen oder die Golmer Kirche, die ist genauso ausgeweist, auch über die Draperie rübergemalt worden. Ja, jetzt ja. versuchen sie es mühevoll wieder freizulegen. In der Pfingstkirche war es sogar so, dass sie teilweise den Putz abgehackt haben, weil sie diese Farbigkeit, diese Draperie nicht mehr haben wollten. Das gab es eben auch. Ne? Ja, ja. Aber hier ist nie geweißt worden, nie ausgeweißt worden. Deswegen ist all das, was wir hier farbig haben, es ist zwar restauriert worden, ergänzt worden, aber es ist nie überstrichen worden. Das macht ja aber auch den Charme von so einem Gebäude aus. Ne? Also wenn wir jetzt alles weiß streichen, dann ist irgendwie alles so einheitlich. Ne? Und jetzt, wo alles fertig ist, ist man natürlich stolz auf diese Kirche, aber vor Jahren, als hier noch vieles desolat war, hätte man noch die alte Kirche, diese kleine, da hätten wir auch vielleicht noch aufs Dach selber steigen können, aber hier stimmt, nicht. Ja. Es war für uns, gerade wie es zur Sanierung kam, da kann ich, schreibe ja viel dazu sagen, wir hatten wirklich gehofft, dass wir noch Jahrzehnte zu tun haben mit dem Dach und so weiter. Ja, ja. Und wir können uns ja angucken in der Ausstellung durch die großzügige Spende der Klarstiftung, nicht? Mhm. Konnten wir doch mit einmal das Dach fertig machen. Das war ja. Sonst hätten wir da vielleicht 10 Etappen oder 5 Etappen benötigt, um diese Größe zu machen. Das wäre wesentlich teurer geworden. Das ist Wahnsinn, ja. Ja. Eine Löserkirche hat auch so eine Vorhangmalerei, Trapisserie. Und wenn man sich überlegt, das ist nur 1903, der Teppich ist nur von 1903. Wir haben überhaupt eine große, wir können überhaupt sagen, das war alles, was hier ist, noch original ist. Es ist bauzeitlich alles gut erhalten. Ja, es muss Wahnsinn. Daran gearbeitet werden, aber es ist alles erhalten. Das wollen, diesen Zustand wollen wir natürlich weiterhin pflegen und ergänzen. Ja. Finde ich auch wichtig. Sie werden sich wundern, dass hier unten Scheiben drin sind, nicht? Und wenn ich vorhin sagte, wir haben 700 Plätze hier, dann reichen die ja hier nicht. Das heißt also, oben auf der Empore waren Bänke noch und hier unten und oben waren auch noch Bänke, ja. So, dass also die 700 Plätze entstanden sind. Nicht? Da wir aber jetzt doch nicht so viele Kirchenbesucher haben, sondern da jeden Sonntag, oben ist die sogenannte Winterkirche auch mal eingerichtet und da ist der Gottesdienst jetzt, das reicht vollkommen aus. Mhm. Und hier ist nur richtig voll Ostern, Weihnachten und so weiter. Nein, nicht nur Ostern, aber eigentlich nur die Weihnachtschristen. Ja, oder dann noch, wenn die Konzerte sind. Ja, genau. Aber sonst reicht oben der Raum aus. Vorher war die Winterkirche hier unten drin, nicht? Aber ich finde es sehr schön, im Winter ist oben auch gar nicht groß geheizt werden. Durch das Einstrahlen der Sonne ist da oben immer schön angenehm, nicht? Auch das Licht ist. Das kann man gut nutzen dann, ja. Ja, das gehen wir uns angucken. Ja, so, was haben wir hier unten noch? Der Entwurf ist, wie gesagt, von Kington und ausgeführt wurde die Sache von einem Quedlinburger Künstler. Mhm. Der Altartisch ist von einer anderen Firma gebaut worden, sondern nur der Aufsatz. Hier werden dargestellt die vier Evangelisten. Es ist in Eiche vergoldet und mit Rot und Grün ausgemalt. Sie hat man jetzt im Schatten gar nicht gesehen und die Konturen dann nicht mit Gold. Ne? Ja. Sieht man jetzt viel besser. Dagegen ist diese Kanzel wieder von einer anderen Künstlerin gemacht worden und hier haben wir sogenannte Brandmalerei. Das heißt also, es ist eine Kontur, ist eingebrannt worden und dann ist es nur farbig dann ausgelegt worden. Das ist eine ganz andere Technik als hier. Ja, aber auch sehr schön. Ja, das ist ja, das kriegt man, ich weiß nicht, ob man, wenn man da hinschaut, dass man das so vergleicht, glaube ich nicht. Es ist schon passig dann, nicht? Ja. Es ist ja auch nicht direkt beieinander, sondern ich denke mal, das ist echt. Und der Altar wurde gespendet von unserem damaligen, wie sagt man dazu,
Er war Amtmann hier in Bornheim und Patronat. Er war der Patronat der Kirche und er hatte dort oben die Patronatsloge, die ja auch jetzt verglast ist. Nicht? Die war ja auch offen und hier unten war die Kaiserloge. Und hinter dem Altar finden Sie dann auch sein Zeichen, sein wir gehen jetzt hinter dem Altar. Ich meine, gespendet hat, eine Brandmalerei ist hier zu sehen und auch diese Sache, nicht? Also, dass er das gespendet hat. Ne? Mhm. Ist so blöd zu sehen. Und hier haben wir dann auch noch den Eintrag, nicht? Von dem, der das gemacht hat, vom Wunsch, nicht? Wernigerode, wo ich sagte vorhin, ne? Hier ist ja, dieses. Ja. Auch eingetragen ist, wer das hier spendet hat. Hier die Kanzel mit der Treppe ist auch unten eingraviert. Wie hieß die Frau denn gleich hier? Steht da unten drunter. Ne? Ach, da haben Sie hier einmal den Spender. Luise Albrecht hieß sie. Das ist eine Christiane, hat die ja auch gefunden, wer die Wandmalerei und wenn wir hier nochmal runter gucken, so ein bisschen, dann sehen wir in dem Bereich, dass sich der Maler, der diese Ausmalung gemacht hat, sich verewigt hat. Das ist ja nicht selten. Ja? Das hat, es ist ja und das ist alles original. Das ist bauzeitlich erhalten. Von unschätzbaren. Sondern es ist eine reine handwerkliche. Ja. Man müsste mal nachforschen, kann nur ein Malermeister gewesen sein. Aber er hat seine. Ja, das ist aufgefallen. Der Maler hat das gemacht. Ja. Der hat sich da verewigt. Ja. Genau. Es ist so, dass es eine ganz einfache Technik ist. Wir sprechen von einer Schablonentechnik. Mhm. Aber das ist nicht, man spricht von Schlägen. Das heißt, es gibt nicht nur eine Schablone, sondern es wurden mehrere Schablonen gefertigt und die übereinander gelegt wurden und dann immer mit Farbe ausgelegt werden. Mhm. Und als die hier die Restaurierung gemacht haben, haben sie eine Schablone gemacht, nicht? Und auf einmal stellten sie fest, ein Stückchen weiter, Mensch, ist ja ganz anders hier, die Abstände stimmen ja nicht mehr überein. Das ist ganz logisch, denn die Schablone muss ja gehalten werden durch Stege, das ist alles ausgeschnitten und da hängt das nur an kleinen Stellen fest. Und wenn man mit dem Pinsel oder ausgestupft früher, nicht, dann wurde natürlich das auch beschädigt und dann fielen die auseinander. Nicht. Und deshalb musste man eine neue Schablone wieder schneiden. Das ist ganz logisch, dass sowas von vorne bis hinten nicht möglich ist. Ja. Dann muss ich eine Schablone weitaus. Also, was sie früher gemacht haben, auch aus Zinn oder so etwas, wo man länger hält. Aber normal wurde Transparentpapier genommen und mit Leinöl bloß geträgt, sodass er wasserfest war und stabiler war. Ja. Sie können das nicht mit dem Pinsel machen, das läuft ihm hinter die Folie. Sie müssen das hinlegen und das mit dem Ballen, mit dem Wasserballen, mit dem Stoffballen, aber richtig. Mehr so tupfen, ne? Oder mit dem Pinsel, ganz zart. Kurzweiligen Pinsel, dass Sie da richtig tupfen können. Genau. Was läuft es dahinter? Ja, und dann ist alles ruiniert. Ja, die Studenten, die hier mitgeholfen haben an die Wandbilder, die Wandbilder sind damals schon zu Ostzeiten von unserer Fachhochschule, damals hieß es ja noch Fachschule für angewandte Kunst und später hieß es dann Fachhochschule hier nach der Wende. Die haben schon einmal dieses Gemälde zu Ostzeiten restauriert und das andere auch. Das war eine Diplomarbeit von einer Studentin und hier hatte der Chefrestaurator, der jetzt Chefrestaurator war, Klenner, hatte hier mit den Studenten gearbeitet. Mhm. Und jetzt ist es noch einmal überarbeitet worden, wegen dem Auswehung, von der Fachhochschule. Mhm. Die haben die Voruntersuchung gemacht, haben sich mit der Geschichte der Wandbilder beschäftigt, mit dem Maler beschäftigt und so weiter, hatten wir hier den Vortrag, nicht, wo alles vorgestellt wurde. Frau Thiel hat das alles erläutert und dann die Restaurierung hier. Nicht. Sie haben den Spruch völlig übermalt, wo wir heute sagen, an sich macht man das, also an der Schule, habe ich heute noch nicht verstanden, dass man da einfach als Restaurator da die Schrift ganz anders übermalt hatte. Ja, Frau Thiel hatte das auf einmal dann gefunden, nicht an einer Stelle und hat das dann alles wieder freigelegt. Ja. Vielleicht ist es auch
so gewesen, dass man dem nachkommen wollte, ja, nicht? Mhm. Als das hier, nicht? Ja, ja. So, und hier, das ist die Kaiserloge. Und hier ging es praktisch, hier ist ein Raum, wo also keiner rein durfte, nicht? Mhm. Der Kaiser ist aber zur Eröffnung vorne reingekommen und ist vom vielleicht hinten rausgegangen, aber das wird auch nicht beschrieben, aber wir vermuten, dass er hinten rausgegangen ist und nie wieder ist von der kaiserlichen Familie jemand hier gewesen, hat die Loge benutzt. Also es ist extra auch ein Eingang gemacht worden? Ja, es war vorher nochmal extra ein Eingang gemacht. Und ist im Prinzip dann... Für einmal. Ja, genau, für einmal. Ja. Na krass. Naja gut, wer hat, hat, ne? Naja, er hatte es auch nicht so doll. Also er war schon, die haben auch schon geknausert mit dem Geld. Ja. Wir können ja mal reingehen. Wir haben jetzt vor, weil jetzt die Gemeinde hier hinten in der Küche eingebaut hat, weil der Toilette auch noch mit drin ist, ist unschön, wenn man hier reinguckt und sieht dann vielleicht doch das hier Geschirr oder was weiß ich. Wir wollen jetzt hier die etwas vorblenden, nicht? Dass wir also eine Folie vorkleben, dass wir also nicht reingucken können da, nicht? Damit die Loge nicht. Hier unten haben wir sogar von der Kaiserin und vom Kaiser die Wappen. Mhm. Und außen in der Brüstung und außen auch. Da. Dann, sehr, sehr schön. Da können wir noch mal außen rumgehen. Genau. Die Köpfe. Wir haben die Kram schon durch. Ja. Ach, schon durch, was? Außen. Außen hat er schon ein bisschen was. Ach, aber auch die Details. Der Taufstein ist auch von neu reingekommen. Ja, von 1903 oben haben wir noch einen alten, den können wir uns dann angucken. Okay. Wir haben aufwendig restauriert, nicht? Das hat eben. Die Frau Hoffmann hat mir das gespendet, die Christiane ist Mutter, nicht? Genau. Ja. Ich zeige Ihnen nochmal jetzt den, wir gehen nochmal kurz rein. Ja, wir können ja hier durch. Ja, wir können hier durch. Und dann, wie das mal gestaltet war, die Fenster, die hier drin waren, dass man das mal sieht. Die Stühle, die wir hier noch haben, die waren da von der Loge. Ja? Ja. Da haben wir leider nur noch drei Stück. Stühle sind noch da. Die hatten wir immer hier, aber das war so eng hier drin, nicht? Die jetzt, wenn sie da raus sind. Nicht? Ja, man muss eben davon ausgehen, diese Trennwand war nicht drin. Ja, die war raus und es war ein glatter Durchgang. Ja. Kopf einziehen und Füße heben. Ich bin der Erste gewesen in den Spinnweben. Ja. Bei mir geht es. Kopf jetzt ihn da bei dir nicht, ne? Nee. Man kam also hier rein, ja, hier ist der Eingang. Und wenn man schon mal. Ist schon aufwendig gemacht. Ja. Ich habe hier auch schön ausgemalt. Ne? Und hier haben wir eine schöne, wie sagt man dazu, zu dieser Kassettendecke. Ja? Die Tür ist aber. Die war nicht original und die Treppe auch nicht. Also die ist später reingekommen, weil man nicht immer durchgehen wollte, sondern weil man dann von außen besser reinkam zur Toilette oder so. Nicht? Wo die Tür her ist, finde ich heute noch nicht. Du hast auch gesehen. Das ist die alte Eingangstür zur Sakristei. Zur Sakristei. Vom Vorraum zur Sakristei. Die passt hier an sich vom Raum her nicht, weil man kam hier rein und ging. Ne? Da war keine Tür. Ne? War keine. Ja, ne? Die hat immer wenige da. Die hatte und das ist gar nicht, manchmal wusste man, dass die Tür. Und wenn man dann von hier sich mal die Fenster angeschaut hat, hier waren eben von. Ich muss ja die gucken. Der hatte hier uns diese Glasfenster, die unwahrscheinlich reichhaltig geschaltet waren, mit Wappen von der Kaiserin und vom Kaiser. Mhm. Und oben war ein Lamm Gottes drinne. Diese Scheiben hatte der Pfarrer damals, wurde gesagt von Konsistorium, die müssen unbedingt restauriert werden. Daraufhin sind sie ausgebaut worden, ich habe da recherchiert. Und von einer Glasmalerin in Mahlsdorf sollten die restauriert werden, sind auch hingekommen. Keiner hat irgendwie mal nachgefragt, nicht? Und dann war die Zeit rum. Und jetzt habe ich nachgefragt, die Werkstatt, die Frau lebt nicht mehr. Oh. Die Werkstatt hat einen anderen übernommen, aber der sagt, ich nie gesehen. Er weiß, wo die hingekommen sind. Ja, die schönen Glasfenster. Spur ist verschwunden. Spur ist verschwunden.
Vielleicht findet man sie irgendwann zufällig. Man müsste vielleicht mehr Druck machen bei dem Herrn und sagen, er solle mal in die Bücher gucken, er wird ja nicht alles weggeschmissen. Es muss ja irgendwo stehen. Nicht? Ja, ja. Genau. Aber das ist ärgerlich, ja. Nicht sehr ärgerlich. Und wenn ich Ihnen das jetzt mal zeige, da werden Sie sagen. Wurde es irgendwo unter der Hand wieder hinverkauft oder weiterverkauft? Das ist schön. Und derjenige, der es jetzt vielleicht besitzt, weiß das gar nicht. Kann alles sein. Er würde es wissen, aber die Klappe halten. Ja. Oder geht es so, ne? Wenn er es dann weiß. Das macht mehr Sinn, ja, wenn das vom Kaiser ist. Genau. Wir können ja mal schnell gucken. Ja. Dass ich vergesse, wie das mal aussah. Ich hab's bloß entdeckt beim hier vorbeilaufen. Ach, ist das süß. Ist das hier ein süßer auf den Bildern sieht man es nämlich. Ach, das war das Wort. Ich habe recherchiert und durch einen Zufall habe ich das gelesen, dass über den Glaswalern eine Ausstellung in Freiburg war. In Freiburg ist da oben, da nicht in Schwarzwald, da, ja, dieses Freiburg. Dass der eine Ausstellung hatte und ich habe dann angeschrieben, ob die Unterlagen haben, ob noch Entwürfe von dem da sind. Und die sagten, ja, da müssen wir noch Karteikarten noch haben. Und die haben natürlich noch eine Karteikarte gefunden von... Mensch, wie heißt er denn? Fritz Geiges. So, da ist so eine Karteikarte, da ist aufgeführt, wie die mal ausgesehen haben, Bilder. Und daraufhin haben die mir das geschickt und ich habe das in mal eingescannt in die hier. Das Bild ist jetzt so links, wie es war, nicht? Wie es jetzt ist. Nicht? Und dann habe ich mal diese Bilder eingescannt. Ja, dort, nicht? Ja. Und man sieht, wie diese Fenster mal früher waren. Ja. Das macht schon einen Unterschied. Ja, ne? Das ist wunderschön gewesen. Ich habe daraufhin, dass hier die Küche war und so weiter, habe ich das ein bisschen dann vernachlässigt. Ja, wenn jetzt die Fenster kommen, dann muss die Küche sich auch raus, muss das wieder so gemacht werden. Na gut, die Küche steht ja nicht vor dem Fenster. Ja, die Küche ist ja schnell gebaut. Da haben wir ja auch. Wir brauchen auch eine Küche. Ich habe es dann aber hier noch für Sie. Ja. Wir gehen ja dann mal hoch. Hier haben wir noch mal über die Glocken. Mhm. Und hier haben wir ein Bild auch, wo die sechs... Genau, da sind die Pilgerwappen. Die Wappen, ja, was Sie erst gesagt hatten. Pilgermedaillons heißen sie ja eigentlich. Sie stammen aus der Kölner Aachener Gegend nach 1400. Die Pilgerwappen sind um 1400 dort unten entstanden. Es können also Pilger gewesen sein von hier, die runtergegangen sind. Meinetwegen auch Richtung Spanien auf dem Pilgerweg. Das ist ja üblich gewesen damals. Und haben diese Wappen mitgebracht, diese Medaillons mitgebracht. Zumindest müssen die Glocken dort unten gegossen sein. Die Logik. Wenn Sie hier sich mal durchschleichen, da sind noch Fotos von der alten Kirche. Die alte Kirche. Und den, okay, die Zeichnung. Ja. Wir haben leider, das sind zwei einzelne Aufnahmen von Ihnen, wie die, und dort sieht man das Tafelbild, ja? Das Altarbild. Die einzige ist nur grafisch dargestellt, sind oben die beiden, wie die Kirche außen aussah. Ne? Mhm. Sonst haben wir keine Fotos. Dann mache ich mal noch ein Bild von, das ist sehr interessant. Interessant ist, dass auf diesem Foto, im Altarraum, noch die alten Fenster zu sehen sind. Das sind bunte Fenster gewesen. Hast du da mal drauf geguckt? Nee. Dann guck mal da drauf. Sachverständiges für Orgeln. Mhm. Ja, und das Bauarchitekt, ne? Ja. Also da muss ich dann nochmal gucken. Das muss ich auch nochmal gucken. Nee, sind es nicht. Das wäre mir wirklich neu. Doch, um 1910. Das heißt, es sind noch die alten Fenster. Hier drin. Guck mal genau hin.
Na gut, mach mal. Na gut, dass wir da sind. Das mache ich denn mal. Wieder was entdeckt. Wir sind ja immer auf Entdeckungsreise. Ja, ich stelle mir sowas auch echt spannend vor, wenn einem dann wieder was auffällt, wo man sagt, boah. Naja, man findet auch wenig, ist nicht so viel Literatur. Nee, über die Fenster gibt es eben gar nichts. Es gibt in Potsdam ein Buch über Kirchenfenster und Fenstermalereien. Das hat der Mann von Anna Maria Reinhold mal zusammengetragen. Sie hat jetzt auch für die Bornheimer Fenster gibt es nichts. Es gibt es wirklich keine Unterlagen. Das ist ein Zufall, dass ich hier lese, dass die Ausstellung da in Freiburg ist. Wäre ja nie einmal drauf gekommen, mal danach zu fragen, ob es da Unterlagen gibt. Ne? Und hier ist ungefähr, müsste die alte Kirche gewesen sein. Mhm. Also in dem Räumchen hier, wo wir hier stehen. Bereich, ja, müsste die alte Kirche. Es gibt auch von dem Picton gibt es auch Zeichnungen, wo er den neuen Grundriss den alten Grundriss integriert in den neuen Grundriss. Mhm. Ne? So dass man also sieht, dass also an derselben Stelle bloß ein bisschen erweitert die Kirche. Ja, ja. Ne? Aufgrund des Friedhofs. Ne? Hier habe ich noch etwas Interessantes. Das habe ich gerade schon mal vorbeigelegt. Ich glaube, hier könnte man noch einen ganzen Tag verbringen. Den Kirchfriedhof doch wirklich gehabt. So viele und auf diesen, tolle Sachen. Ja, und auf diesem Kirchfriedhof stand auch dieses Denkmal hier von dem Oberförster Wegede. Das ist, war an der Außenwand, an der Kirche stand das. Und es wird immer gesagt, durch Vandalismus zerstört. Soll ich den Schlimmer wegnehmen? Genau. Das ist wegen der Tür. Durch Vandalismus zerstört, aber es könnte auch sein, dass die Dachziegel von oben runtergerutscht sind und die Hand abgeschlagen hat und den Hund nicht. Wir haben damals mit der Fachhochschule, wurde das von den Steinrestauratoren restauriert, aber in sehr verhalten restauriert, also nur gereinigt und alles so wie es ist belassen, auch nicht die Einschusslöcher und so weiter oder alles belassen. Und es steht ja jetzt auch hier, dass keiner mehr was dran macht. Ja. Was interessant war, wir als Restauratoren damals zur Ostzeit, wir haben alles, was möglich war, wieder rekonstruiert. Also es gab bei uns das Licht, dass die Hand nicht wieder rangemacht wurde. Eine Hand hat 5 Finger, wenn die eben eine 4 Finger hat, das interessiert ihr keinen. Ja? Heute ist es so, nur wenn ich einen Beleg habe, dann wird das konkret nach. Finde ich auch richtig. Mhm. Denn wir werden hier voll reingefallen. Mhm. Jeder Förster weiß, dass der Förster einen Dackel hat. Mhm. Ein halbes Jahr später kommt dieses Foto. Wenn wir jetzt den Dackel rekonstruiert haben, hätte man nämlich was festgestellt. Dass er einen Schäferhund hat. Der hat einen Mops gehabt. Ja, genau, das ist es nämlich. Ne? Kann man einfach, und das ist auch logisch, dass man das heute so machen muss. Ja? Also man kann einfach nicht. Ne? Mich interessiert immer noch, wo in den Unterlagen der alten Kirche findet man in Zeitungsartikeln einen Hinweis, dass dort oben ein Medaillon drin gewesen sein muss von dem Wegener. Mhm. Das hing in der alten Kirche an der, ich weiß gar nicht, welcher Wand das war, hing dieses Medaillon, wird beschrieben. Das ist auch verschwunden. Es ist so, dass als die alte Kirche abgerissen wurde, vom Konsistorium nochmal durchgegangen wurde, was erhaltenswert ist. Mhm. Und da wurde einiges, wie der alte Altar, der wurde abgerissen, außer das Bild nicht, wurde, und das andere sollte zum Kunstgewerbemuseum nach. Ja. War das gleich in Berlin, bitte. Ich finde auch toll, diese Details an den Türen, ne? Da oben diese Blumen. Ja. Und hier hat man wieder diesen Grün und diesen Zinnoberton. Ja. Nicht? Ja. Ist kein Rot, sondern eben Zinnober. Ne? Ein schöner, also ein Rot-Orange-Ton. Mhm. Nicht? Ja, ja. Nicht? Das ist überall auch. Die Türen sind sehr gut gemacht, ja, innerhalb von 1900 bis 1903, wenn man sich überlegt, alle Türen sind in einem guten Zustand. Das ist Wahnsinn. Das Außen, ja. Bis hin zu den Türklinken, nicht? Neogotisch. Ne? Alles perfekt, ja. Und fast
jede Tür ist anders. Nur wenn es einen Raum gab mit zwei Türen, die waren gleich. Ansonsten ist jede Tür anders gebaut. Ist sogar irre, wenn man außen steht. Ja. Mir ist das vor ein paar Tagen erst aufgefallen. Wir haben noch vier Türen. Da sind die Klinken alle angeordnet. Das heißt, auf der linken Seite sind sie nach, ja, nach der Seite sich und auf der rechten nach der Seite, obwohl man ja immer die rechte Tür aufmacht. Ja, nicht? Ja, ja. Können Sie nachher draußen angucken. Das hört man an sich. Ja. Genau. Ja. Auch außen, nur weil man sieht die ganzen Formsteine wie hier, nicht die verwendet wurden. Ne? Das ist alles hier sehr geschmackvoll gestaltet. Ja, damals, ja. Nicht nur in der außen, sondern auch innen. Nicht? Ja. Zuerst, man geht nicht hinter Frauen los. Bleiben Sie unten noch? Ja, wegen der Tür. Da wird ja keiner was machen. Gehen Sie bitte links. So, dann gehen wir an den nächsten. Der Strom hat an der Türme geklettert. Ach, das ist der kleine Saal. Das ist unsere Winterkirche, die wir im Winter nutzen. Durch die Südseite ist natürlich der Raum schön durchgewärmt, aber es zieht bei den Fenstern. Okay. Aber es war wahnsinnig. Ja, das war toll. Aber wirklich schön lichthell. Sehr schön, ja. Das ist hier, wie ich sagte, der Taufstein, nicht mit Inschrift oben. Mhm. Auch gestellt von Scheele, der hier die, das Grabe gestellt hat. Das hat die Christian und die Tiere wieder was zu sehen. Ne? Ja, das ist schön. Das Kreuz habe ich auf Wunsch von Herrn Liebe gebaut. Das ist sehr schön, das gefällt mir immer. Er hat den Stamm einfach gebracht und. Ja, Kram. Und der das war wusste ich aber nicht, dass Sie das gemacht haben. Ja. Mensch, das ist so ein tolles Kreuz. Der kam an den Ring und da sollte das zusammen. Das ist sehr schön. Da wollte er natürlich. Das ist noch rot hinten. Ach so, nee. Mit Licht. Aber nee, rot, nee. Das war, ich weiß nicht, da so waren wir, wir haben auch diskutiert. Ich glaube, er hat es dann doch sein werden. Aber das Irre war, als wir, das ist ja eine einfache, man sagt eine Überplattung, das heißt also der senkrechte Stamm ist nach hinten ausgehöhlt, mhm, und der quer, ja, nicht, ist, und dann bloß so zusammengefügt. Mhm. Durch das Überplatten, das hielt gar nicht, war alle, ja, ging irgendwann. Da ist ja nichts mehr da. Ist nicht mehr da, was hält. Ja, ja. Sonst eine Überplattung ist bombig immer eine gute Verbindung. Eben. Man muss mal extra eine Metallkonstruktion dahinter machen, weil es zusammengefallen ist. Ja. Ja, ja. Da war man selber platt. Ja, so etwas. Das bleibt ja hier nicht mehr viel übrig. Das ist ja hinten nur noch so ein Stück. Hier hinter, man sieht es. Ich kann alles, was ich habe, also wenn ich einen Entwurf habe, kann ich das nachschätzen. Aber Wahnsinn. Nee, das ist kein Problem. Man sieht ja, dass das ist. Echt toll, ja. Ja, das ist ein Talent, aber dann, ne? Wenn ich jetzt aber sie abbilden will, da stehe ich da. Das kann ich nicht. Das, ja. Weil mir, ich sehe nur, wie dir das gemacht hat und kann das eins zu eins übertragen. Ja. Ganz. Mhm. Das könnten Sie auch, wenn Sie. Wie ist ein Handwerker? Man erkennt das an der Technik. Ja. Ja, ja, ja. Und dann kann man sagen, das kann ich ja auch. Ja. Und dann macht man das ja auch. Ja, ja. Ich kann schon malen und zeichnen, aber eben so figürlich etwas räumlich darzustellen, ist nicht so einfach. Mhm. Ich muss ja viel nachschätzen, weil wir hier viel Restaurierungsarbeiten haben, wo Teile fehlen. Ich habe ja von Friedrich II. Da habe ich die Kalesche, habe ich das ganze Vorderteil nach Zeichnung nachgeschnitzt. Das fehlte da, was ein paar zu sehen ist. Also das ist überhaupt kein Problem, da fühle ich mich auch nicht als Künstler, sondern so ganz handwerkliche Sachen. Na gut, jeder also das Kreuz ist auch wirklich das. Super schön, das, ja. Das gefällt mir sehr auch an, da diese Figur, die hier reicht. Ja, ja, aber ich mache das oder so eine Bombe. Es ist nur eine Sache, wie ich das Werkzeug schärfe. Ja, genau. Wenn ich das Werkzeug habe und das richtige Werkzeug natürlich, ich kann dann nicht mehr. Ja, ja. Ich brauche schon etliche Schnitzeisen, nicht? Um die jedes. Man hat den Schrank voll. Ja. Man hat den Schrank voll. Ja. Und ohne richtigen Werkzeug geht nichts. Ja.
kennen wir. Das ist ja aber eben auch nicht. Wir haben ja auch immer die originalen Namen. Richtig, wir können uns auch immer wieder was anschaffen. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Teilen waren nicht drin, nicht? Sondern die, es war ja offen, nicht? Die Bankreihen waren, also hier drei oder vier Bankreihen waren. Ich glaube, als Empore sozusagen. Ja. Und konnte man dann zwar. Ja, und ihr habt das so gemacht, damit hier für, weil ihr habt weil wenig Betrieb ist. Na, wenn, wir haben ja ab und zu Konzerte auch, wenn Bläser, nicht? Mhm. Schon, dann wird das rausgenommen, weil dann schallt das, wenn die hier oben ihr Konzert machen, dann ist das zu, ne? Ist doch aber eine super Lösung, dass man es auch wieder wechseln kann, ne? So, die machen ein bisschen Mühe, aber man kriegt die Fenster alle raus und dann hat man praktisch die Verbindung zu den großen Raum und kann also wirklich sehr viel mehr machen. Also das ist super. Ich glaube, dass Emo Wege damals nicht diesen Mut hatte, sondern auch von den Tischern, wir kennen den ja auch, dass das so in einer guten Qualität auch gemacht wurde. Ja, dass der Gemeinde Kirchen hat das damals mitgetragen. Eben. Ne? Ich hatte damals eine Zeichnung gemacht, dass man eben diese Fünferteilung übernimmt, die wir ja hier vor uns finden. Da kann ich nicht einfach eine Viererteilung oder eine Zweierteilung machen, sondern das muss dann natürlich so übernommen werden, wie man es vorfindet. Ja, richtig. Und dadurch dann eben hier, wenn man von unten guckt, diese Fünferteilung sollten eigentlich auch die kleinen Fenster in der Dreierteilung sein, aber das war das Geld. War dann nicht mehr. Ein kleiner Schatz muss auch sein, wir haben diese Orgel. Die habe ich schon entdeckt. Die Orgel bekommen von Herrn Kitschke, hat die auch rein Wege uns zur Verfügung gestellt. Und hier oben lief das Wasser runter und dann wurde gesagt, ja, wir haben ja wenigstens eine Wasserorgel. Ja, es hat niemand eine Wasserorgel. Das ist schon krass, ne? Deswegen ist es auch hier, nicht? Ne? Muss hier die große Orgel, ne? So, da können wir ja mal in den Raum noch hier reingehen. Genau. Das sehe ich schon mal. Und ist die noch spielbar? Naja, warum steht sie sonst hier? Die wird dann hier für den Gottesdienst genutzt. Ne? Krass. Guck dir die kleinen Orgelpfeifen an. Schön. Und wenn du dann das Ding da draußen siehst oder in anderen Kirchen oder. Na, nun kommt schon. So. Kleine Pfeifen, nicht? Ne, das sind kleine Orgelpfeifen. Dann gibt es die großen Orgelpfeifen und dann gibt es die ganz großen Orgelpfeifen. Und dann gibt es halt nur Pfeifen. Und dann gibt es nur Pfeifen. Ja, genau. Ja, auch Holzpfeifen. Krasses Teil. Krass, krass, krass. Ich staune ja immer, wenn die Orgelspieler davor sitzen. Ja. Da sehe ich dann auch noch die ganzen vier Reihen von Noten. Nicht? Fußpedale hier oben. Ja. Und dann die unten das Spiel mit den Füßen. Also ich höre es mir sehr gerne an, so Orgel, also das ist so, wenn ich da dazu komme, bin durch Zufall mal am Alexanderplatz, die große Kirche. Die Marienkirche. Die Marienkirche, bin ich durch Zufall da rein und die haben dort gespielt, ich habe dort eine Stunde rumgesessen da drin und habe es mir einfach, weil die kommt ja auch von hinten und das verschallt sich dort so schön in den Raum, das ist so, eigentlich eine Stunde drin gesessen, dann bin ich, dann war vorbei, Konzert, war ich traurig. Ein ganz berühmter Orgel von Joachim Wagner. 1719 baut sein erstes Stück, sein Meisterstück, der sich in Berlin an sich gemacht hat und dann über 50 Jahre von Berlin aus Orgeln gebaut hat. Mhm. Leider nicht restauriert, sondern umgebaut und eine neue dahinter. Aber es ist noch ein altes Pfeifenwerk von ihm. Ja. Das ist praktisch die Patronatsloge von Walter Rauch, die wir umgestaltet haben als Ausstellungsraum für das ehemalige Lusthaus, was wir in Bornheim hatten. Das ist ja weg, ne? Das ist weg, ist 1760 ist das Amtshaus gebaut worden davor, also 1759 abgerissen. Ja, schade. Oh, das sieht so schön aus, ne? Ja. Hier haben wir auch die Maße und als gebaut wurde. Man muss sich vorstellen, das ist
in dem Sinne kein Schloss gewesen, sondern es war ein Rüsthaus, eine Datsche. Eine Gartenhütte. Eine Königliche Garten, aber ja. Genau. Ist schon recht eindrücklich. Ne? Man hat die Pläne hier, man sieht also, wie es mal war, nicht? Im Saal. Nicht? Im Saal, ja, ja. Hier in der Mitte, nicht? Und die vier Kammern waren hier, also wo man sich ausruhen konnte. Und wo man im Inventar lesen kann, wo man auch im Inventar lesen kann, was ich sagte, mit welchem Stoff behängen die Fenster dekoriert waren. Nicht? Das ist in dem Inventar hier zu finden. Was hier sehr interessant ist, wir hatten hier unten, oder der Kurfürst hatte sich ja das bauen lassen, dort ist eine Wasserorgel drin gewesen. Das heißt also, die Pneumatik wurde mit Wasser erzeugt und dann konnte man die Orgel spielen. Nicht? Man muss sich das natürlich mit dem Wasser damals vorstellen, dass es nicht so üppig war wie dann zu König Friedrich IV., wo die Fontänen, was will ich, ne? Ja, ja. Der Kurfürst hatte 1665 die erste Fontäne, die hier stand in der Mitte, da haben wir das gleich hier, ne? Die in der Mitte hier stand, die lief wohl ein paar Mal und dann auch ein bisschen vorstellen, dass es vielleicht auch so, die Technik war eben damals ja nicht so weit, ne? Und da war das natürlich eine Attraktion, wenn man so eine Wasserorgel hatte, ne? Ich habe dann hier, die Italiener waren den Deutschen weit voraus beim Bau dieser Orgel. Und hier ist praktisch schon mal dargestellt, wie die Wasserorgel aufgebaut war. Nicht? Also, dass hier das Wasser genutzt wurde, um den Antrieb zu machen. Nicht? Mhm. Und dann, dass man praktisch dann die Luft erzeugte. Und dann wurden praktisch von der Walze wurde dann praktisch die Orgel dann angetippt. Ja, ja. Oder dadurch, wo die jetzt gerade die Spitzen waren, durch diese Zähne. Der Luft dann dadurch. Ne? Und dann gab es noch da so ein bisschen Verschau, nicht? Dass man da noch was laufen sah, nicht? Ja, nicht? Mit Spielereien und so weiter. Nicht? So muss man sich das vorstellen. Aber sie sind eben sehr gerne hierher gekommen, um diese Orgel zu sehen, wird beschrieben. Ja. Wir haben vor ein paar Jahren ist hier gegenüber, wo das alte Gut war, sind archäologische Grabungen durchgeführt worden. Und da haben wir auf einmal in einem Fundament von einer Scheune, eine ehemalige Scheune, die vielleicht um 1900 oder früher gebaut wurde, und da waren im Fundament waren diese Steine hier drin. So, und da gab es natürlich, die sollten alle nach Mühlensdorf, und da habe ich wirklich mit der Archäologin von Potsdam gekämpft. Ob wir nicht die hierher kriegen. Was soll das in Wiensdorf? Ist das immer egal? Nee. Und die wissen ja, dass es hier ist und das kann ja jederzeit. Richtig, sie gehören eigentlich nur sehr gerne. Und also, da habe ich die Restauratoren von Sankt, die Steinrestauratoren, die Chefin, da haben wir hergeholt und habe nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, sie sollten mir mal sagen, welche Zeit das ungefähr ist. Ich finde die sehr schön und so weiter. Da guckt die hin und Mensch, ach, das ist 17. Jahrhundert. Wunderbar, die Scharierung. Und da hat die erzählt, was? Als sie genau wieder zu der Zeit waren, ich sage, das sind die Steine auch von hier. Ja. Und interessant, ja, solche Sachen, wir wissen ja über das Schloss und über das Gut, wissen wir ja fast alles, weil es nämlich Inventare gab. Der Kurfürst hatte, oder Lama, sein Sohn, der spätere König, hatte das Gut immer verpachtet. Und da mussten die Pächter alle 6, je nachdem wie viele Jahre die amtierten, 6 oder 12 Jahre, mussten die immer Inventur machen. Hm. Und da mussten sie alles hier aufschreiben. Ja. Und da finden wir die Inventare hier, wie ich schon sagte, mit den Stoffen, so ganz eindeutig. Und dann auch solche Inventare, nicht? Das lese ich immer vor. Habe ich jetzt eine Brille hier? Na, jedenfalls wird dann aufgeschrieben, dass es so und so viele Blumentöpfe gibt, mit Henkel, ohne Henkel und so weiter. Ja, toll. Ah, voll in Wünschen. So viele Bäume und so weiter. Ja. Herrlich. Also alles, wie viele Schweine da waren, wie viele Ferkel, wie viele Rinder, wie viele. Was innen drin war in den Häusern, ob es ein Kachelofen war, mit welchen Kacheln, das war. Ja, ja. Alles. Inventur wird in den Betrieben heute noch gemacht. Muss gemacht werden. Alle 2 bis 5 Jahre muss Inventur gemacht werden. Mhm. Sonst verliert man
Obwohl dann die ganze Inventare sich, wer das erste gemacht hat, ja, fast alles so gleich liegt, weil ja auch nicht so viel umgebaut wurde. Und ja, ja. Ich gehe mal hier rum. Ja, das ist toll, diese Beerdigungsanzeige. In 91. Lebensjahr in vollem Frieden heimgegangen. In vollem Frieden. Ich finde das so toll, die Formulierung, ja? Ja, das von der Alte. Hier auch wieder andere Türen. Türen? Hier auch wieder andere Türen. Genau. Aber hier haben wir drei Türen. Also die drei Türen gleich, ja? Nicht ganz. Nicht ganz. Wir haben hier keinen Zapfen, hier haben wir eine Nase dran. Hier haben wir eine Nase dran, aber hier eben nicht. Ja. Ja. Also hier ist wirklich jede Tür anders, ne? Die hat schon wieder Glas, die hat Tinglas. Ja. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ne? Aber die Tür gehört ja hier dazu. Ja. Richtig spannend. Und hier müssen eben noch neue Fenster. Ja. Ja. Ist ja rekonstruiert werden. Ja. Okay. Ja. Auch auf dem Boden? Ja, ne, ich gehe bloß mal hier, dass wir alle durchkommen. Genau. Kommt ihr raus, oder? Ja. Kommt raus. Ja. So, jetzt geht ihr zu den Glocken auch. Bist du fort? Ich habe einen Schlüssel mit. Oh, nee. Lass uns, ja, dann gehen wir. Genau, warte, ja, ich komme nicht hoch. Ja. Also Glocken ist ja gerade auch das, was interessant ist an so einer Kirche. Im Fliegen noch nicht, die Fliegen noch? Nee, im Moment nicht. Das können wir hier den Abschluss. Selbst hier sehen wir noch in den Fenstern, das Stück ist noch bauzeitlich. Die waren mal alle Blätterglas. Ja, das wird das nachgerüstet. Da nachgerüstet. Ja. Und die sollen auch wieder gemacht werden. Ach, hier oben, ja, auch nicht gesehen. Mhm. Ja, wer macht sowas auch wieder nicht? Wenn man in Detail fragt, ja, ja, ist, muss das, ja, ist wirklich, ja, das muss sein. Oder eine Kappe hier einzaubern, ja, ja, ne? Ja. Als Abschluss, ne? Echt blöd. Das ist schon echt interessant, weil es sieht eigentlich kaum jemand, aber es ist, genau, wird sich so Mühe gegeben. Ne? Ja. Ja. Diese ganzen. Deswegen finde ich das auch so toll, dass so Menschen wie Sie auch da Interesse haben. Auch das mal so, ja, ich finde das super interessant. Also, so viele, ja, ja, interessante Gebäude, wie es gibt, so viel Zeit haben wir gar nicht, alles anzuschauen. Ja. Und also mir stehen dann oftmals echt Tränen in den Augen bei Gebäuden, wo man sieht, es interessiert keinen mehr, es wird nur. Das ist dann schade, genau. Das ist so traurig. Das ist der Sandkasten für die Uhr. Wenn das Gewicht mal fallen sollte, das Seil reißt, dann fällt es in einen Sandkasten und wird gedämpft und wird aufgefangen, sonst macht es den Fußboden kaputt. Ah, es gibt nämlich auch Kirchen, wo so ein Ungewicht mal durch den gesamten Fußboden durchgekracht ist. Aha. Und das ist nicht leicht. Das sind 42 Kilo. Und Kraft ist gleich mal so eine Beschleunigung, ne? 43 Kilo, so viel wie ich. Ich würde jetzt nicht daran hängen wollen. Das langt schon dann. Was braucht denn hier? Das ist das Gewicht. Die Anlage oben. Und wenn es runterfällt, ist da der Sandkasten, damit es nicht durchknallt. Krass. Das muss man erst mal wissen, so was. Siehst du erst mal. Ja, und das ist ja genau das, was es interessant macht. Deswegen fragen wir sowas an und gucken, dass man da. Es ist ja nicht nur für uns interessant, hoffe ich, sondern genau, für alle anderen. Genau, die Zuschauer für uns, die finden es ja auch. Genau. Ach, die Lüftung steht hier. Und wird jeden Tag bzw. alle 6 Trends schon aufgezogen. Wahnsinn. Mit Pendel. Ja, der Kaminski und der Mechaniker mit einer aus Ehe dort, ne? Und da restauriert. Ja.
gerade diese alten Sachen kann man aber auch oftmals noch im restaurieren. Ja, wir konnten auch arbeiten. Ja, heute nicht mehr. Das sind zwei Walzen, einen für Laufrad und einen für Schlagrad. Leute, ihr seht gerade eine Kirchturmuhr. Ich weiß die Mechanik davon. Hier sieht man schön dieses Fenster. Und wo zieht man die? An dem Ding hier oder wo zieht man das? Das bremst. Und zwar fängt das an, sich zu drehen. Ja. Und damit es nicht zu schnell läuft, hat man so ein Windrad gemacht, dass es ein bisschen bremst, damit es relativ gleichmäßig läuft. Und wenn es jetzt zu langsam ist, stellt man die ein bisschen in den Wind. Und wenn es ein bisschen zu schnell ist, dreht man sie ein bisschen gegen den Wind, dass sie ein bisschen bremst. Mhm. Und ausgelöst wird es praktisch gegen den Hebel. Ah. Und wo zieht man die auf? Hier. Ach so, da gibt es eine Kurbel. Hier hängt die Kurbel. Ach, doch so klein. Cool. So, jetzt wird die Uhr gezogen. Damit sie nicht zurück wird. So, jetzt wissen die Leute, die nächsten 36 Stunden gespielt ist. Das ist krass. Das ist ja auch was Besonderes. Ja. Das hat nicht jeder. Also. Siehst du nicht jeden Tag? Das kleine Gewicht sind 14 Kilo. 14, ja? Ja. Und das war hier das Große, was wir von unten gesehen haben. Das Große, was wir von unten gesehen haben, für Schlagwerk. Und die Wände gehen dann irgendwo da hoch. Und da irgendwo hängt die Uhr draußen dran. Das sieht man ja bestimmt auf der Drohne auch ganz gut. Ja, da bin ich rangeflogen, da werde ich aber dann nochmal ranfliegen, weil erst waren mir zu viele Vögel unterwegs. Ja. Das ist der Altarraum von oben. Das ist die gemauerte Kappe. Das sind nur Steine, die flach aneinander gelegt werden und halten praktisch durch den Bogen in sich selber. Ja. Man kann da drauf lang gehen. Na gut, dann müssen wir jetzt nicht. Angst? Nee, aber ich will nicht kaputt machen. Bei so einem Bau, so eines Gewölbes, ist immer ein Punkt der entscheidende. Und der letzte, nämlich das ist das Einsetzen des Schlusssteines. Ja, der ganz oben, wo der die hält ganzen alles. Kappen dann zusammenkommen und der letzte Stein hält dann alles erstmal. Ja? Und da muss eben darunter eine richtige Konstruktion gebaut werden. Ja? Das ist eben dann so aufwendig, dass eben das darunter genau eingeschaltet wird. Dann wird gemauert, und dann wird der Schlussstein gesetzt und dann wird das ausgehärtet, trocknet das aus und dann wird die Schalung weggenommen. Ja. Und dann ist praktisch diese gehörte Kappe. Das ist hier unser Dachstuhl und jetzt bei der Restaurierung des ganzen Daches, hier wurde ganz, ganz wenig ausgebessert, außer beim Turm. Ja? Das ist also beim Turm ist viel ausgebessert, hier hatten wir ein bisschen Wasserschaden, da ist ein bisschen was zu sehen, ein paar Balken, hier ist ein bisschen was zu sehen, hier sind ein paar Querbalken, wir können mal hochgehen. Und es ist richtig fachgerecht gemacht worden, gleich mit Folien abgetrennt. Ja, das ja, so ist wirklich schön, ne? Dass das so gemacht wurde. Ja. Hier war ein Dreck drin, nicht? Die ganzen Dachdecker. Da war der gesamte Bauschutt war praktisch auf der Kappe drauf. Ja. So heller wird es nicht, aber es ist hell genug. Nein, das ist hell genug mehr hier. Das denke ich auch. So, jetzt sind wir über den. Über den Kirchen. Über den, das ist dieses sogenannte Fass. Ja. Mhm. Krass. Das ist krass. Wenn Sie sich nicht trauen, ruhig festhalten hier. Ja, ne, ach, wir sind ja, wie gesagt, wir klettern auch gerne rum. Genau. Auf die Lost Places. Da haben wir ein bisschen Erfahrung. Sie haben von außen gesehen, dass die Kirche wieder Gauben hatte.
Ja. Und hier sehen wir praktisch noch den Rest einer alten Gaube. Da konnten wir genau sehen, dass sie dort war. Wir haben auf der Nordseite 4 solche Gauben und auf der Südseite eine. Die dient natürlich zur Optik. Das macht was her, so eine Fenstergaube macht immer was her. Ja, aber sie diente auch zur Durchlüftung. Mhm. Denn das wird hier bis zu 45 Grad heiß. Wenn die Sonne auf der Südseite drauf knallt, wird das richtig heiß. Und damit eben sowas nicht passiert, muss es durchlüftet werden. Ja, ja. Es sieht man auch toll jetzt so diese Konstruktion von oben her. Ja, ne? Da muss man runterlaufen können, denn das ist praktisch über der Winterkirche. Ja. Wo die Winterkirche da kann man aus dem Fenster gucken. Dort oben das Dach, genau, das Dach, das Fenster ist genau über der Kirche und man sieht so ein bisschen die Isolierung, dass die Wärme ein bisschen bleibt. Ja, ja. Das dort hinten ist ja, genau. Ist die Winterkirche. Willst du da hin? Ja. Ich kann die Kamera auch halten. Nee, ich gehe mal dahin. Ich will ja aus dem Fenster filmen. Ich brauche die ja. Hab ja sportliche Schuhe an. Genau. Ja. So, jetzt bin ich über der Winterkirche. Krass, krasse Sache. Geh mal rausgucken. Das müsste da, glaube ich, die Fenster habt ihr, glaube ich, schon von der Drohne gesehen. Cool, hier gehen sogar die Türen auf. Hier kann man sogar die Fenster aufmachen. Ja. Aber das lassen wir mal. So, jetzt gehen wir den Weg wieder zurück. Ich weiß nicht, hochklettern finde ich immer einfacher als runterklettern. Pass auf deinen Kopf auf, bei den Balken jetzt über dir. Hab ich einen Blick. Ja. Und das mit 23,5. Ja. Das ist echt unsere super. Winde für den Kronleuchter. Mhm. Und den kann man da nochmal absenken, hochziehen. Genau. Das ist das Stahlseil, in dem das Ganze hängt. Und hier ist eine Übersetzung drin. Das geht also relativ einfach. Ja. Das Absenken ist wahrscheinlich dafür gedacht, dass man sauber machen kann. Zum sauber machen, zum Putzen, zum Lampen auswechseln. Genau. Das war ja vorher Gasbeleuchtung. Ja. Und dann ist es umgestellt auf Elektrik. Ja. Wenn wir jetzt hier durchgehen, kommen wir praktisch bis an die Westwand. Dort ist der Bogen, dort hinten, wo jetzt die Steine gelagert sind, dahinter steht die Orgel. Das ist praktisch dann über der Orgel und dort haben wir die restlichen Ziegel gelagert. Irgendwo müssen wir sie unterbringen, im Kirchenschiff ist kein Platz. Und wir haben ja eine besondere Deckung, wir haben ja Mönch und Nonne. Von den Dachziegeln her. Und dann noch farblich eingefasst in Gelb und in Rot und Grün. Und bei der Restaurierung haben wir dann die Genehmigung bekommen. Normalerweise sind es Einzelpfannen. Also wir haben die Nonne, die so nebeneinander liegen. Ja. Und dann kommt der Mönch oben drauf. Und das ist eine Deckung, die eigentlich nie ganz dicht ist. Das weiß eigentlich jeder Dachdecker, das weiß auch das Bauhaus. Deswegen haben wir hier eine Unterspannfolie kriegen dürfen, was normalerweise nicht der Fall ist. Ja. Wenn man historische Gebäude restauriert oder Kirchen neu eindeckt, die hatten nie Unterspannbahnen. Das heißt, es hätte eigentlich auch keine Unterspannbahn sein dürfen, vom Denkmalschutz her. Aber da diese Deckungen nie hundertprozentig dicht sind, hat man gesagt, okay, wir machen hier eine. Macht ja Sinn, weil sonst wäre die ganze Restaurierung relativ schnell wieder. Ihr habt ja so eine Kunstwerke da drin, die Teppiche, die da. Und wir haben hier zu einem Trick gegriffen, dass wir die Steine doppelt genommen haben. Es gibt also die doppelten Mönche und Nonne, die nebeneinander liegen. Man sieht das doch ein bisschen. Ein Stein, 7 €. Ein Stein. Viel ist es nicht, aber schön ist es.
Aber wir sind jetzt hier im Glockenturm. Ja, und wieder Antenne versteckt hier. Cool. Ich finde das schon mal schön. Klingelt die jetzt gleich? Müsst ihr auf die Uhr. Hm. Wenn, dann schlägt es drüben. Leuten tut es jetzt nicht. Ah, schade. Es ist 18. Halb 12. Da wird jetzt, dauert noch ein bisschen. Wir haben hier, wenn Sie ein bisschen von der Seite schauen, man sieht hier oben ein Medaillon. Hier ein Medaillon. Man sieht das ganz zart. Ja, man sieht es. Ja. Und hier sieht man es ein bisschen besser, das Medaillon. Ja, man sieht es. Und diese Glocke, das ist die kleinere, ist nach 1400 gegossen. Ja. Mit diesen Pilgermedaillons drauf. Und das ist die etwas ältere Glocke, die große oder größere Glocke. Wir können auch hier draufstehen. Dann könnte man rum. Und ja, da kann man draufstehen. Dann kann man über die Spann. Und die ist, es gibt anders, die Geschichte zu dieser Glocke ist, dass es eine Parallelglocke gibt in Frankfurt an der Oder in der Marienkirche. Die ist in Frankfurt um 1371 gegossen. Und es gibt Parallelen zu dieser Glocke mit der aus Frankfurt. Das heißt, wir schätzen, dass diese Glocke auch zwischen 1371 und in den 90er Jahren gegossen wurde. Okay, voll krass. Alles noch die alte Mechanik, ne? Das ist alles original, oder? Nein, das ist ein geköpftes Joch. Man sieht das, dass das hier geköpft ist. Und das bedeutet, dass die Glocken völlig anders läuten und der Drehpunkt irgendwie völlig woanders liegt, als sie normalerweise sind. Wir haben hier normalerweise ein gerades Joch und der Drehpunkt ist hier an der Krone. Und dann schlägt der Klöppel, titscht nur an die Glocke ran. Jetzt ist der Drehpunkt verschoben. Das heißt, der Drehpunkt ist woanders. Und wir müssen praktisch den Klöppel verändern, dass es nicht kaputt schlägt, die Glocke. So wie hier ist er ja äußerlich. Ne? Nee, das ist nur für die Uhr. Ah, ja, dieser Viertel? Das ist halb und voll. Ja. Das ist nur der Schlag für die Uhr. Hm. Schlägt dagegen. Und das ist richtig geläutet? Das ist beides. Die läuten beide und es fehlt eine dritte Glocke. Wir haben noch eine dritte Glocke, noch eine etwas kleinere. Und die wollen wir rekonstruieren. Es soll auch ein neuer Glockenstuhl gemacht werden. Hier haben wir jetzt einen Stahlglockenstuhl. Der soll rekonstruiert werden in Holz und dann kommen hier wieder drei Glocken hin, wie es mal war. Hm. Ursprünglich waren es sogar vier Glocken, drei zum Läuten und die vierte Glocke war als Stundenschlag, dass man die große Glocke nicht betätigen muss für den Stundenschlag. Krass. Und hier oben drüber ergibt sich dann praktisch die Tonspritze. Genau, mit die zwei Ausgucks an der Seite. Richtig. Das finde ich ja auch, von Weitem sieht das schon immer so. Wir sind ja von der Autobahn gekommen und da sieht man die Kirche so von Weitem. Das sieht so sehr schön. Das ist ein schönes Panorama, da werde ich da nur nochmal anhalten und nochmal. Ja, und aus finanziellen Gründen, wir sind damals gefragt worden, ob wir bereit sind, den Kirchturm für eine Funkanlage freizugeben. Das haben wir gemacht. Auch aus finanziellen Gründen, wir kriegen eine regelmäßige Mieteinnahme und sie stören uns hier oben nicht. Der Turm ist ein unbenutzter Raum, das heißt, wir können das machen. Selbst wenn wir unseren Glockenstuhl hier hinsetzen würden, lägen wir noch unterhalb der Funkanlage und man könnte etwas praktisch nutzen. Ja. Und das ist für uns eine Einnahmequelle, wofür wir dann das Geld nutzen, um die Kirche zu restaurieren. So, das ist jetzt mal
Ja, dann ein großer Schritt. Soll ich ihn noch was abnehmen? Nö, das passt. Gut, wir sind. Noch sind wir gelenklich, sportlich, so das mache ich die mal. Und ich wollte ja eh mal runterführen. Sie können sich festhalten an den Geländer. Und die wieder kommen, ich mach das jetzt. Wendeltreppen, also. Ja, aber es ist so blöd gebaut, ja, das ist so, ne? Aus. So. Dann muss ich euch noch etwas zeigen, was der Stück noch nicht ausgenommen hat. Unser Fenster. Das blaue Fenster. Ich habe vorhin schon mal ein paar Bilder gemacht. Ja. Das ist wahnsinnig schön. Original ist der äußere Ring mit den blauen, die Sterne so drin. Ja? Und in der Mitte, dann noch der zweite, der Kranz in der Mitte noch, ist auch original. Aber das Mittelfeld, das war früher ganz anders gekleidet. Mhm. Muss wohl kaputt gewesen und irgendeiner hat sich da was ausgedacht. Ja. Und da wurde dann mit der Denkmalpflege hart diskutiert. Frau Thien hatte den Entwurf gemacht, den hier. Nicht? Ja. Oh, das ging Stunden, nicht? Mit der, ja. Ehe die sich durchgerungen hatten, das zu genehmigen. Ne? Ja. Aber ich finde es sehr schön. Und wenn vor allen Dingen dann die Sonne richtig oben steht, so im spät nachmittag, so um 5 Uhr. Das wird die richtig schön beleuchtet. Ja. Da sieht man den, ja. Das hier richtig schön. Zu einer richtigen Jahreszeit wird also auch das Kreuz richtig beleuchtet, dass sie dann richtig Farbe ja. hat. Super. Und das hat eigentlich einen ganz theologischen Hintergrund, der Stern in der Mitte. Dort fing alles an. Mhm. Es wird ein Stern auf Jakob aufgehen. Ja, aus der Weihnachtsgeschichte kennen wir das. Dort ist Weihnachten, und dann geht es so praktisch rüber bis ans Kreuz. Ja, und damit haben wir die Verbindung praktisch in diesem Raum für sich geschlossen. Ja. Schön ist, wenn Sie in Potsdam in die Friedenskirche gehen, da ist sogar die Orgel ist so ausgeschnitten, dass praktisch das Fenster richtig zu sehen ist. Ja. Hier ist es so ein bisschen, dass die Orgel pfeifen, also von dort unten nicht, doch ein bisschen überdecken lassen. Mhm. Und der Kronleuchter, man hat ja so einen richtigen Blick, hat man nicht. Ne? Aber dort in der Friedenskirche, wunderbar. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist extra so. Könnten wir stundenlang angucken. Ja. Und wenn dann das Licht noch durchfällt, ist es ja noch schöner. Dann gehen wir noch kurz um auf die Orgel. Ja. Wie sagt man das? Du, unsere Hose. Fensterhose. Da oben sind wir gerade lang gelaufen. Und da ist das Seil, wo man den Kronleuchter... Was ihr gerade gesehen habt, den kann man dann runterlassen, zwecks Wartungs- oder Putzarbeiten. Genau. Oder weil er halt mal auch einfach optisch tiefer hängen soll, je nachdem. Kann man von oben schön runterlassen. Genau. Ja. Das, da waren wir gerade. Hier vorne haben wir den ganzen Fahrer. Wollte ich gerade noch fragen, ja. Ich habe dann noch für die jetzt hier daneben habe ich dann noch dasselbe nachgebaut. Ah, okay. Das sind doch, ne? Die wollten alle gar nicht, dass sie in der Kirche hier schon länger, obwohl sie noch leben. Ja. Waren ziemlich überzeugt. Ja. Aber der Schüler, der wollte überhaupt nie gefragt. Der wollte überhaupt nicht. Manchmal muss man einfach machen und nicht aber fragen. Warum nicht? Ja. Ja.
Das gibt's in vielen. Das ist eine ganz primitive Technik, aber es ist wunderbar gestaltet. Ja, ja. Ich hoffe, in Jahren wird das halt dann bald so aussieht, nicht? Aber das, das dauert ziemlich lange. 100 Jahre. Hier sieht man eben, wie schwierig das ist, die Orgel zu fotografieren, wenn der Kronleuchter davor ist. Ne? Das ist praktisch ein Foto nach der Restaurierung. Ja. Dann sind wir natürlich dabei, die Fenster zu restaurieren. Hier sind überall bleiverglaste Fenster drin. Das ist das erste rekonstruierte Fenster. Wir haben davon noch ein bauzeitlich erhaltenes Fenster, das wurde restauriert und auch wieder eingesetzt, an der Stelle, wo wir es vorgefunden haben. Das ist hier drüben. Man sieht das sehr schön, das ist noch altes Blei. Es ist dunkel, es ist restauriert worden, es sind ein paar Scheiben ausgewechselt worden, weil die kaputt waren. Und so müssen Sie sich das vorstellen, war das für den ganzen Vorraum. Und die anderen Türen, wo wir jetzt nur das blanke Glas sehen, gesehen haben, die kriegen auch solche Fenster. Mhm. Aber das ist eine Frage der Zeit und des Geldes. Und allein Scheibe kostet knapp 500 Euro. Eine solche Scheibe. Unglaublich, ja. Das ist nur Handarbeit. Ja. Das bisschen Glas zu schneiden, das ist schnell gemacht. Das machen Sie mit einer Schablone. Ja. Aber dann das Ganze zusammensetzen und zusammenlöten. Gut, wir gehen mal. Ich wollte bloß noch zu dem Kreuz hier. Ja. Das ist ein Grabmal von unserem Pfarrer Radmann. Der war auch Erzieher der Söhne vom Kaiser. Wir auf dem Friedhof werden einfach die Dinge nach 25 Jahren entsorgt. Mhm. Und dieses Teil, durch Zufall, hat der Steinmetz, der hier zuständig für, der dachte, nee, das wird nicht vernichtet, das nehme ich mir zur Werkstatt mit hin. Ja. Und durch Zufall haben wir das entdeckt, und er hat uns das sofort hier aufgestellt, ne? Jetzt passt es auch wieder rein, ja, klar. Aber ist das eine Irre, ne? Und ich Das sind diese Zufälle, was ich da gemacht habe. Das sind alles Objekte, die vernichtet worden wären. Ne? Ja, wenn man die nicht aufhebt und wieder danach wird. Denn das sind ja nicht irgendwelche Grabsteine, sondern das sind Grabsteine von Bonnimer Bürgern. Ne? Das gehört doch auch hierher. Das war der Schulze, das war der Bäcker, das war der Fleischer und so weiter und so weiter oder der Bauer. Ne? Und jetzt kommen ja die Leute schon und sagen, kann ich unseren Grabstein vielleicht auch hierher? Nicht? Ja. Warum nicht, ja? Ja, auf jeden Fall hat der seinen Weg gefunden. Ne? Ja, das ist ja schon der Technik, nicht? Ja. Wenn man da auch erklären kann. Ja. Aber wichtig. Ja, richtig. Also, wie die Fenster mal aussahen, das wir vermuten, oder es wird beschrieben, dass die mit Grün eingefasst waren. Das könnte schon so was Originales hier noch sein. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Es gibt auch keine Belege. Hier fehlen zum Beispiel Scheiben, ersetzt worden. Und drüben auf der anderen Seite sind sie noch vorhanden. Hier sieht man die Wandteile nicht hier oben. Ja. Sehr, sehr schön. Gucken Sie mal mit Ihrer Kamera. Denn hier. Können wir noch ein bisschen Licht machen? Hier sehen Sie schön den Drachen. Aber mach mal wieder alles. Ja. Von hier vielleicht in die Ecke? Ich hab ihn. Ja? Ist doch herrlich, ja? Und die Frau noch dazu, wieder dieses Zinnober. Ja, dieses sehr genau. Genau. Und das haben wir dann überall, nicht? Und auch auf der anderen Seite, nicht? Das ist nicht einfach bloß ein Balken, sondern der ist auch profiliert schön, ja? Das ist ein Wahnsinn, nicht? Ich versuche gerade den anderen zu finden, also. Das sieht keiner, nicht? Das ist hier diese Dachen, ja. Habe ich auch sehr spät entdeckt hier, nicht? Das da hinten sieht auch schon wieder fast aus wie ein Fisch. Der nächste. Ich glaube, das ist nicht gleichmäßig, stimmt. Ja, die sind anders. Die sind alle anders. Ja. Den Drachenkopf, den du hier siehst mit der Zunge,
Und dort hinten ist es, man müsste ein bisschen näher rangehen. Und das sieht man gar nicht. Also wenn man so und das da hinten ist ein Bär. Also könnt, ja, gucken wir mal. Das habe ich verwackelt. Irgendwie so wie Bär, ne? Ja. Ein Raubtier. Ja, genau. Was meinst man du? Sieht, man sieht die Zähne so ein bisschen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Dann hier vorne kommt der Fisch. Warte, ich versuche den nochmal. Da? Hier würde ich schon sagen, es ist ein Fisch. Da, guck mal, die Schuppen. Ups, jetzt habe ich wieder ich bin zu nah dran. Wahrscheinlich Tiere, die hier. Ja. So eher an die Schuppen und auch vorhanden sind, ne? Auf jeden Fall schön gemacht, ne? Wahnsinn, ja. Ja, die haben sich schon viel Mühe gegeben, ja. Ist echt, auch von hier oben ist das eine Optik, ne? Ja, ja. Wird gespiegelt. Das ist schon echt. Gespendet. Das können wir rausziehen. Kann ich auch nicht. Ach, Wilhelm, da steht Wilhelm Kaiser. Wilhelm. Ach, Majestät heißt das. Da ist das. Da ist das E im A, das habe ich jetzt völlig übersehen. Majestät. Krass. 1902. Ja, genau. Die tolle Orgel. Ich glaube, ich habe da eine Zahl, ja, was war das? 5000 oder was er gespendet hat? Naja, ja, ich weiß es nicht genau. Wahnsinn, ne? Ja. Ach, guck mal, wie jetzt ist. Folgejahre aus der Gemeinde Bornim. Gefallene, getötete, vertriebene, verschleppte, Herr erbarme dich, Bornim, im Jahre 2003. War schwierig, das zu formulieren. Ja. Ja. Ja, man muss die richtigen Worte finden. Ne? Ja. Damit man niemanden vergisst und. Ja. Wenn man sich so einen Rahmen anguckt, das ist eigentlich eine ganz primitive Sache. Ja, das ist nur eine Laubsäge aus meiner Technik. Ja. Und wo es farbig nicht. Und das ist nur eine Spachtelmasse, ne? Dieses Wellenlinienband, ja. Aber das macht was her. Das reicht. Ne? Ja. Das haben die früher schon gewusst. Die haben Marmorierungen gemalt. Und haben damit praktisch Mauerstein vorgetäuscht. Ja. Ja, Christiane Thiel hat natürlich jetzt, das ist ja der Rahmen, den ich nachgemacht habe, nicht? Die Christiane hat aber jetzt dieses Wellenband hier nicht, nicht? Hat ja bloß einen Grünton, nicht? Ja. Ja, klar ist Handarbeit, das ist eine Zeitfrage. Das ist eine Zeitfrage. Das stimmt. Ja. Gut, ganz kurz einen Blick in die Orgel. Ich gehe jetzt in die Orgel. Am besten von hier. Ja. Boah, der Blasebalg. Das sieht man nicht jeden Tag. Echt nicht. Nee, wir machen ja bestimmte Führungen, wir machen auch nicht irgendwo rein. Wahnsinn.
ganzen Strippen und Gebläse. Das alles Bleileitungen. Blei noch, ja? Blei. Das ist richtig. Wow. Bleileitungen. Dort wird der Wind durchgeführt. Ja, ja. Und der sammelt sich hier an einem Relais, an einem Vorrelais. Und dort wird ein Relais geöffnet. Und der öffnet alle vier von diesen Kegeln für einen einzigen Ton. Das heißt, wir haben hier jedes Mal 56, 54 Einzelrelais und dann nochmal 4x54 Einzelrelais für jeden Ton und für jedes Register. Wahnsinn. Und das Ganze funktioniert nur mit Wind. Hm. Wir haben zwar ein elektrisches Gebläse zum Spielen, zum Benutzen, aber man könnte sie auch treten, mechanisch treten. Das würde auch alles noch funktionieren. Sehr schön. Sehr schön. Kann man nochmal hier reingucken? Hier sind die versteckten Orgelpfeifen, die man von vorne nicht sieht. Die Hochtöner sozusagen. Sie sehen hier noch die alten Fenster. Aber auch eben sehr kaputt, teilweise eben eingekittet. Normalerweise kommt so eine Leiste dazu. Und das ist noch bauzeitig erhalten. Und so waren eben diese Nebentüren, die Fenster hatten, eben alle mit Blei verglast. Das ist so teuer, ne? Das ist Wahnsinn, wenn man... Ja. Das ist schon... Und hier darf jeder lesen. Schönes. Lesen üben. Ja. Ja gut, das Gruß von L. 16 Guss von L. Von F. Von L6. Öl. Keine Ahnung. Oh, das kann doch keiner mehr lesen, ja, doch. Oder? Das ist ein Manual. Und das heißt Bordun, 16 Fuß, Ton C. So, hätte das ist Manual, Bordun, 16 Fuß, Ton, kleine F. Mhm. Das sind die alten bauzeitlichen... Ach, dann ist das C6. Ja. Oh Gott. 8 Fuß. C, große C, 8 Fuß. Meine Herren. Die Pfeifen haben sie rausgeschmissen. Und ich habe sie unten im Keller, habe ich die ganzen Pfeifen hochgeholt. Ja. Und dann stellte sich heraus, wenn wir die Pfeifen nicht gehabt hätten, ja, ja, da hätten wir zum Teil gar nicht die nachbauen können. Anhand dieser ja, bauzeitlich ja, erhaltenen Reste ja, konnte man praktisch die gesamte Disposition wieder rekonstruieren. Ja. Ich wollte mir bloß eine Pfeife suchen, damit ich zusammenbaue und für die Ausstellung. Ja. Ja. Aber dann dachte ich, Mensch, die sind alle halb durchgeschnitten, drei Viertel. Ach, nimmst du mal, suchst du mal alle raus, ja, die noch in Ordnung waren. Ja. Und dadurch haben wir die gefunden. Ja. Und hier ist praktisch die Tretanlage. Ja. Und wenn Sie jetzt hier darauf achten, dann hebt sich dieser Nippel bis hier oben hin, wenn ich trete. Bis dahin muss der Wind gehen. Und dann kann man drin spielen. Sehen Sie, wie er langsam hochgeht? Ich sehe es, wie er hochgeht. Der kommt, ja. Da gibt es eine kleine Geschichte. Da war eine Frau, die musste... Jetzt geht die Orgel, das ist ja. Da war eine Frau, also, die wusste immer, stellt man sich drauf. Die Orgel treten. Ja. Und, dann und da hat der vorne, der Wahnsinn. Organist, gerufen, mehr Luft. Und da sagt die, komm du mal hinter und tritt. Ja. 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 Wahnsinn. Und jetzt, wie gesagt, haben wir einen Ventilator, der hier verpackt ist, dass es nicht so viel Geräusche macht. Das ist eine halbe Stunde. Dass man praktisch spielen kann, ohne dass ein Konfirmand treten muss. Ansonsten hat man dann beim Gottesdienst sogar noch Sport gemacht. Genau. Ja, im Fitnessstudio gespart. Ja. Alles in einem. Genau. Wahnsinn. Ja. Da freuen sich immer die Kinder, wenn sie hier das sehen. Genau. Ja, genau. Ja, das glaube ich. Dann will jeder mal reden. Ja. Also, da kann man gar nicht spielen. Wenn das betätigt wird, ja. Nö. Hat ein Überlaufventil. Wenn es zu hoch geht, dann öffnet sich ein Ventil und dann lässt es einfach runter. Das ist dann Druck ab. Bevor er kaputt geht. Ja, das ist richtig. Ganz normal. Ja. Gut. Wir können hier runter gehen. Ich gehe hier runter und mache die Tür wieder zu. Dann gehen wir hier runter. Thank you.
Ja. So. Das war mal. Und hier unten drunter, ne? Ist. Ein Stück Keller. Nee, hier unten drunter ist noch wie so ein Grab. Wie nennt man's? Nee, Gruft ist nicht, haben wir nicht. Wir haben keine Gruft. Wo nicht mehr zugänglich ist, meinte die. Die Gruft ist Fahrerin. Hier vorne. Hier vorne? Hier vorne haben wir noch die Gruft. Ist aber nicht zugänglich, ne? Nee, die genau. Ist zugänglich. Ist auch, das ist auch noch interessant für. Ne? Wir haben aber bei der. Hier wurde Licht gelegt und auch die Blitzschutzanlage gelegt. Und da mussten wir hier schachten. Wurde geschachtet 80 runter und da wurde festgestellt, dass hier unten auch noch eine Gruft ist. Mhm. Aber die ist hier auch nicht, vielleicht 20, 30 Zentimeter. Die ist ganz kurz darunter endet. Ja. Und da weiß ich sogar, wer da, der Lindstedt ist da bestattet. Es gibt nur drei Gruften und die sind, ist bekannt, für, wer da bestattet wurde. Nicht? In den Unterlagen, Kirchenunterlagen ist das zu finden bei Begräbnis. Da vorne ist für die Familie der Amtmänner Meister. Ist schon, das ist schon ganz anders, ne, als aber hier mit die drei Rundbögen. So, jetzt verstehe ich, was Sie wissen wollten. In der alten Kirche, die Vorgängerkirche, da gab es eine Gruft drunter. Aber das wurde dann, wann, welches Jahr, das weiß ich nicht, wurde das an sich verboten, dass in der Kirche bestattet wurde. Ja. Das war also dann nur, dass wirklich hohe Würdenträger in der Kirche oder der Pfarrer, aber sonst nur außen. Ja. Das, früher wurden ja die ganzen Adligen und so weiter, die kamen ja dann unten in die Gruften rein. Oder in der aber da gibt es überhaupt keine Informationen, gibt bloß, dass ein großer Eichendeckel da war, wo man öffnen könnte und in das gruselige Loch gucken konnte, aber mehr ist nicht beschrieben. Ja. Vielleicht hat sie ihn auch ausgedacht. Ich habe immer noch den Fußboden mir angeguckt von den alten Fotos, aber da ist nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Vielleicht was sieht. Ne? Ja, dann bedanken wir uns jetzt erstmal vielmals. Es war super interessant. Ja. Für dich auch. Ne? Darf man ja auch nicht jeden Tag sowas. Das ist für uns jetzt auch so eine Ehre, ne? Dass wir uns das alles angucken durften, weil nicht jede Kirchengemeinde ist dazu bereit. Nö. Also vielen, vielen Dank. Genau. Wenn Sie wollen, habe ich Ihnen mal hier zwei Hefte. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, falls Sie mal noch was ins Video schreiben wollen. Ach, schön, super, das ist klasse, danke schön. Da freuen wir uns. Das können wir gut gebrauchen.